Willkommen zurück in der finalen Welt von The Legend of Spyro, A New Beginning. Identischer Himmel heißt hier offenbar laut Speicherstand und ja, das wird auf jeden Fall nochmal eine richtig schöne Welt, so vom Grafischen her. Wahrscheinlich spielerisch wird es auf jeden Fall schwierig. Und ich weiß gar nicht, wie es gerade um meine blaue Stufe-Gedöns hier aus eigentlich aussieht. Ja, wir könnten, ja, ich weiß halt nicht, ob sich der Erdschuss so lohnt. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal die zweite Feuerstufe weiter bespaßen. Und ich habe dasselbe Problem wie gestern. Ah, sehr schön, das ist durch. Perfekt. Ich glaube, als nächstes würde ich dann tatsächlich doch Erde nehmen, aber ich weiß nicht so ganz was. Und warum habe ich... Ich habe analog an und kann hier aber nur mit dem Steuerkreuz steuern. Finde ich auch sehr interessant. Ich würde tatsächlich, glaube ich, in die Erdbombe rein investieren. Weiß gar nicht, aber gestern habe ich schon mit Stick gespielt. Ne? Müsste eigentlich. Naja, wie auch immer. Ich glaube, das könnte ganz gut sein. Ich habe mich auch schon mal informiert, wie das jetzt eigentlich mit den... Ja, Federn waren das, glaube ich, heißen die im Deutschen dann, im zweiten Teil aussieht. Und ich glaube, dass ich auch wieder nicht 100% holen werde. Es gibt 40 Federn dann in The Eternal Night und das ist halt... Man kann halt nicht zurück und wenn man die einmal vergessen hat, dann müsste man das ganze Spiel halt nochmal durchlaufen. So. Und ich habe auch schon von Leuten gelesen, dass sie es einfach zweimal durchgespielt haben und dann trotzdem 39 und keine 40 hatten und so. Und ja, ich weiß nicht. Spontan wäre es wahrscheinlich dann eher angedacht, da auch nicht 100% zu holen, so wie im Let's Play damals. Einfach weil es unnötig aufwendig ist in dem Spiel und sich für mich irgendwie nicht lohnen würde. Aber nun gut. Ich versuche natürlich trotzdem, alles zu finden. Ich werde mich umgucken, aber manche sind halt einfach extremst scheiße platziert. Deswegen, ja. Ich lasse mich mal überraschen. Ich habe mich auch gestern nochmal intensiv damit beschäftigt, weil ich irgendwas Falsches im Kopf hatte. Und zwar der Name. The und dann Eternal und dann Night. Ich war mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob es wirklich wie ausgesprochen wird. Weil ich irgendwas Komisches im Kopf hatte von wegen, ja, das bezieht sich aber nicht unbedingt auf das nächste Wort, wenn es ein Adjektiv ist, sondern auf das Nomen. Also in dem Fall Night. Dann wäre es ja The Night, aber es... Ja, ich hatte da ein bisschen was verwechselt mit solchen Sachen wie Honest zum Beispiel. Weil das wird ja eigentlich mit H geschrieben, aber ohne ausgesprochen und dadurch... da ist halt die Aussprache wichtig. Das ist dann trotzdem The Honest, obwohl es eigentlich, ja, mit H geschrieben wird vorne. Ich glaube, das hatte ich damit ein bisschen verwechselt. Es ist jedenfalls The Eternal Night. Zumindest so das, was ich auch von Google Übersetzer und aus Regeln verstanden habe. Und das sind Elektroegel, die auf jeden Fall ziemlich schnell sind. Heilige Scheiße. Und die ziehen verdammt viel ab. Ich meine, klar, die saugen mir jegliches Leben aus, offenbar. Alter Vater. Ich habe irgendwie nicht so unbedingt Lust auf Erde. Ich verbrenne die einfach elendig. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Alter, aber das waren auch... Die ersten interessanten Gegner, würde ich mal behaupten. Und jetzt sind wir hier vor einem Tor. Spawnt hier noch was oder muss ich jetzt hier irgendwie... Ach doch, ja. Also manchmal bekommt man nicht richtig Feedback, ob das jetzt richtig ist oder ob man noch irgendwas anderes machen muss. Und ja, tatsächlich, das war das Tor zu dieser Burg. Wo es jetzt richtig rund geht. Wir sind in Schloss Hyrule angekommen, jawohl. Und ich glaube, der hat jetzt gleich richtig was auf dem Kasten. Aber ich bin schließlich auch aufgelevelt und alles. Das kriegen wir schon irgendwann zumindest mal hin. Schwallenergie ist übrigens noch nicht voll. Muss ich auch mal ein bisschen drauf achten. Übrigens bei dem Boss, das hatte der Max nämlich als Kommentar geschrieben. Das hatte ich vor, die Schwallenergie zu nutzen. Beziehungsweise ich habe das in dem Moment gesehen und wollte die nutzen, als ich schon tot war. Ja, so ist das. Ich glaube, hier müssen wir doch mal zu was anderem wechseln. Wie wär's denn mal mit Eis? Das ist ein riesiger... Oder nee, der brennt nur, weil ich den gerade verbrannt habe. Der macht auf jeden Fall viel zu viel Damage. Ach du Scheiße. Ja, ich lern's aber auch mit diesen Schockwellen nicht, ne? Ich habe da jetzt auch schon wieder mehr als genug Gelegenheit gehabt zu sehen, dass der diese Schockwellen macht. Also am besten einfach mal versuchen, ihn einzufrieren, würde ich vorschlagen. Das ist meistens schon mal ganz hilfreich. Holy shit.
Ja, das war ein bisschen dämlich und das ist gerade lebensmüde. Ich meine, ja, es ist der Wächter des Schlosses. Das ist absolut in Ordnung, dass der jetzt hier ein bisschen abgeht, ne? Dennoch können wir einfach mal besser spielen, aber irgendwie habe ich keine Lust dazu. Ah, shit. Nee. Ja, super. Aber hat er jetzt wirklich gerade Energie... hat er die behalten? Ich glaube ja, oder? Ah, nee, okay. Oh, holy shit, aber die machen ja doch extrem viel Damage hier, diese Shards. Krass. Das hätte ich früher sehen sollen. Das sah am Anfang für mich jetzt nicht so aus, als würden die mega abgehen. Aber doch. Definitiv. Ja, jetzt mache ich hier die Mega-Moves, alles klar. Weil ich zum ersten Mal wieder gerafft habe, dass man ja, wenn die in der Luft sind, dass man erstmal springen muss, bevor man irgendwelche Attacken machen kann. Das ist mir irgendwie manchmal ein bisschen entfallen. Hallo, Spyro, danke. Erstmal den größeren da weg, so. Eieieiei. Ja, das könnte auf jeden Fall interessant werden hier. Aber ja, gut, dass hier ein bisschen was abgeht, wenigstens, bevor man hier reinkommt. Weil der Weg dahin war jetzt ja doch recht unspektakulär. Da waren diese Igel und das war es auch eigentlich. Der Rest war. Das waren so Lappen. Das war ja überhaupt keine Herausforderung. Aber ich glaube, der Kampf wird auch richtig eklig. Also der Endkampf gleich. Ich bin dann mal gespannt, wie das mit der Story noch alles so war. Wo ich ja sagen muss, ich habe ja The Legend of Spyro The Eternal Night durchgespielt und dann habe ich, ja, so weiß ich nicht, 20% vielleicht gesehen vom Rest. Also ich weiß gar nicht, wie die Story auch insgesamt dann ausgeht später. Und ich weiß auch gar nicht, was wann war. Also ich glaube, ich kann mich halt an das Ende von diesem Teil gar nicht richtig erinnern. Ich glaube, an was ich mich erinnere, ist halt wirklich der zweite Teil. Aber ja, schauen wir mal. Ja, und jetzt ist gerade ein bisschen kacke, weil jetzt habe ich keine Mana mehr. Uiuiui. Ja, genau, das brauche ich gerade. Sehr schön, danke. Warum kommt direkt der nächste größere hier? Also, großer will ich jetzt nicht sagen. Die sind jetzt nicht so riesig, aber. Wenn mich also ein großer mal erwischt, ist schlecht. Welcher ist denn jetzt hier? Der war schon ein bisschen mehr penetriert, so. Alles klar. Ja, aber die Eisshards sind echt, die sind super. Ich meine, klar, habe ich auch schon aufgelevelt, aber trotzdem, die zimmern hier gerade am besten rein, würde ich sagen. Und war eine gute Entscheidung, die erstmal final fertig zu machen, bevor ich mich um andere Sachen kümmere. Oh, shit. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel schon Erde hatte, aber ich glaube, Erde ist einfach so. Und Erde ist auch, glaube ich, habe ich jetzt nachgelesen, tatsächlich im nächsten Teil nochmal so vorhanden. Und erst im letzten Teil wird das dann zur Furcht. Aber gut, der letzte Teil ist halt sowieso besonders. Ich fand ihn nicht gut. Aber ja, das re-evaluiere ich nochmal entsprechend. Und vor allem spiele ich das dann in deutlich schöner. Was auch schon mal ein großer Pluspunkt für mich ist. So. Ja, ich habe jetzt auch gerade, jetzt gerade tatsächlich, ne? Es ist nicht oft der Fall in letzter Zeit. Aber gerade habe ich auch richtig Lust, mich in ein Spiel reinzukommitten. Und deswegen sollte ich gerade auch The Legend of Spyro am besten, so gut es geht, durchziehen. Weil, wie gesagt, in der letzten Zeit war das kaum der Fall. Da habe ich, wenn ich zum Beispiel auch Let's Plays betrachte, wirklich lieber kürzere Sachen gemacht und hatte halt meistens nicht so viel Ausdauer, große Sachen zu machen. Aber jetzt gerade, muss ich sagen, ich habe ja auch viel mit so, ich sag mal, kleinen Projekten, wo ich halt nicht viel am Stück aufnehme. Wie halt Animal Crossing halt, ne? Da hatte ich jetzt Wild World einige Parts wieder gehabt, bis ich das beendet habe und dann jetzt New Leaf, und es ist auch einfach ganz schön, so ein Projekt zu haben, wo man nicht viel Aufwand hat. Also ja klar, ich muss hier die Sequenzen laut erstellen, das ist tatsächlich Aufwand, das dauert, aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie Sachen zusammenschneiden muss von verschiedenen Tagen, wo ich dann ewig Gameplay irgendwie auf meiner Festplatte habe, also ewig, so ein paar Tage. Ich glaube, wir können gleich mal die Schwallenergie nutzen, aber ich weiß nicht, was da so noch kommt, deswegen möchte ich die eigentlich noch gar nicht nutzen. Aber wenn es gleich knapp wird, dann werde ich die auf jeden Fall einsetzen. Und ich glaube, dass das hier eine ganz gute Stelle dafür ist. Oh, holy shit, da kommt wieder direkt der nächste Trupp. Uiuiuiui. Eieieiei. Ja, gerade gehen sie ein bisschen ab, würde ich sagen. Ja, ich kriege aber immer schön meine rote Energie hier zurück. Also meine Lebensenergie.
Und grün auch immer wieder. Ach du Scheiße. Woher soll ich denn... Ah, das ist doch kacke. Ja, gerade sind ein paar viele da. Jetzt könnte man eigentlich ganz gut... Aber nö. Nö, ganz ehrlich. Erst wenn ich wirklich an meinem Limit bin, möchte ich wirklich Schwallenergie nutzen. Ist auch, glaube ich, relativ egal dann, was ich da nutze. Also welche... Welchen Atem. Kommt da noch ein Schwall oder war es das jetzt? Ja, es war es langsam endlich mal. Super. Weil das ging jetzt doch schon wieder recht lange. Ach Leute. Was wollt ihr denn jetzt hier alle? Ach, kommt Leute, ehrlich. Ihr geht mir auf den Sack. Es sind zu viele. Die gehen mir gerade einfach auf den Sack. Die sind echt nicht schwer, aber nö. Ich sehe es gerade nicht. Und bevor ich die noch Ewigkeiten hier mit mir rumschleppe. Nee, machen wir nicht. Würde ich sagen. Die Lieder, die ich jetzt gesammelt habe, bleiben die denn auch da? Weil das leert sich gerade noch. Du lachst. Ja, jetzt bist du tot. Ich hoffe, du bereust, dass du gelacht hast. Okay, links und rechts sind zwei... Achso, okay. Was? Ist egal, wo ich lang gehe. Lustig. Sollte es jetzt... Oh, shit. Ich wollte gerade sagen, sollte das jetzt irgendein Hindernis darstellen und ich verbrenne einfach, weil ich mich nicht rechtzeitig bewege. Ja gut, doch, das ist... kann ein Hindernis sein. Kommst du nochmal her? Ja, zack. Wundervoll, das Ding ist aufgegangen, habe ich gehört. So muss das sein. Ich habe keine Ahnung, wie lang diese Festung hier ist. Oder generell, wie lang diese Welt dann jetzt ist, aber... Ja, ich gehe mal schon davon aus, dass wir so in... Oh shit, oh shit, oh shit. Ich habe keine grüne Energie mehr, das ist schade. Dass wir so in zwei Parts jetzt dann doch schon beim Boss sein sollten. Also, den nächsten vielleicht machen wir noch hier Level. Aber der übernächste sollte eigentlich spätestens Boss werden, würde ich sagen. Gefühlt könnten wir auch schon beim nächsten Mal da sein. Vielleicht auch schon jetzt, wer weiß. Besiege sämtliche Streitkräfte Cinders, um die Kristallplattformen zu aktivieren. Alles klar. Jetzt kriegen wir sogar schon Hinweise, was hier... Ich meine, normalerweise sagen die mir nicht, dass ich Horden besiegen muss, bevor irgendwas passiert. Also befürchte ich, dass jetzt einfach so viele kommen, dass man sich denkt, so ist das Spiel hängen geblieben? Ist ja irgendeine endlose, unendliche Spawnmaschine, die ich jetzt erstmal besiegen muss oder was? Dass die mir jetzt hier sagen müssen, okay, halte durch. Naja. Ich bin auch mal sehr auf mein Fazit zum Spiel gespannt und... ich würde das schon fast gerne jetzt anfangen, weil ich befürchte, dass sich das wieder ändern kann, wenn der Boss mich richtig abfuckt. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, die letzten zwei Welten haben Bock gemacht. Also Hochkap fand ich schon gut, aber vor allem jetzt die gesamte letzte Lava-Welt, die war echt sehr unterhaltsam, abwechslungsreich. Und das war halt echt spaßig. Das jetzt hier finde ich auch schon ganz cool. Und baut auch richtig Hype auf, muss ich sagen. Also cineastische Sachen und sowas in die Richtung können sie halt. Aber die erste Welt, die war halt komplett, also die Eiswelt. Sprechen wir so. Die Eiswelt, die war komplett. Die war komplett langweilig. Also da ist halt so gar nichts abgegangen. Wir haben ein paar Klassiker kennengelernt, diese Todesflügel zum Beispiel. Aber die Welt hat mir so überhaupt nichts gegeben. Das war halt einfach nur ein dummes. Renn einfach durch und fertig. Und das, nee. Das haben sie später deutlich besser gemacht dann. Also Hochkap am Anfang war auch noch so ein bisschen so, Aber das hat dann doch schon Sachen etabliert, wo man sich denkt so, ja, das ist gut. Ein bisschen mehr Abwechslung einfach. Das mit dem Schiff war auch interessant, auch wenn mich das sehr genervt hat, bis ich den Trick mit dem Runterschubsen rausgefunden habe. Und man wird auch dann... teilweise zumindest in dem Bereich, so Hochkap, wird man auch wirklich dazu animiert. Ah, da kommen doch noch welche. Ja, seine verschiedenen Angriffe zu nutzen. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, so seit der Lava-Welt ist es tatsächlich schon nicht mehr so, weil da habe ich einfach meine ganzen Atemtechniken schon so abgegradet, dass ich die eigentlich nur noch so basismäßig nutzen muss. Also so richtiges klassisches Combat hier, was man mit Kreis macht, das braucht man eigentlich so gut wie kaum noch. Beziehungsweise halt wirklich nur die Basics. Man muss da jetzt keine großartigen Kunststücke mehr vollbringen. Das kann man alles mit dem Atem machen. Und was bist du? Ich erinnere mich an dich. Ich weiß aber nicht mehr genau, was du machst.
An die erinnere ich mich noch ganz gut. Also ich erinnere mich, ich habe mich daran erinnert, dass es da irgendwelche Gadgets gab. Irgendwas Technisches. Aber ich weiß leider nicht, was das jetzt genau ist. Muss ich das besiegen oder darf es mich einfach nicht sehen oder was? Also ich könnte mir vorstellen, dass ich mit dem Ding irgendwas machen muss, damit keine Gegner mehr spawnen. Weil es geht hier sonst auch gerade nicht weiter. Na? Also, keine Ahnung. Sehen auch ein bisschen aus wie diese TK-Dinger aus. Crash, Herrscher der Mutanten. Und ich wette, das habe ich damals auch gesagt. Und ich wette, ich war not amused. Aha, okay, da kommt jetzt auf mich zu. Aber muss er das nicht vielleicht sogar irgendwie, damit ich den besiegen kann oder irgendwas? Oder? Ich weiß nicht ganz, was das jetzt zu bedeuten hat, ehrlich gesagt. Also das wird halt einem nicht erklärt und das ist gerade ein bisschen problematisch, weil ich würde halt schon gern wissen, ob mich das Ding einfach nur verletzen soll oder ob ich das auch wirklich töten muss und kann. Weiß ich auch gar nicht, ob ich das überhaupt kann. Aber ich denke schon. Also ich kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass das keine Elektro-Scheiße mehr macht. Naja, ich werde einfach noch mal ein paar Runden versuchen, hier zu überleben. Oh shit. Leitung nennt sich das übrigens. Ach, guck mal. Jetzt seh ich auch zum ersten Mal, dass ich das, dass das eine Energieleiste hat. Alles klar. Das heißt, ich kann es auf jeden Fall, ne, erledigen. Aber es kann mich auch schnell erledigen. Scheiße. Ah, ich werde jetzt hier sterben. Wegen diesem Leitungsdings. Glaube ich. Fürchte ich. Hau ab, Junge, bitte. Huiuiuiui. Ja, ich schätze, ich muss das besiegen, damit es dann für mich weitergeht. Und die Gegner sind, glaube ich, hauptsächlich jetzt dafür da, auch, dass man immer wieder Sachen bekommt. Jetzt zum Beispiel. Ich habe kein Gedöns mehr hier. Keine Mana. Also ich hoffe, es spawnen weiterhin Gegner. Naja, tun sie. Aber jetzt schon große. Ein großer. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich die Leitung besiegen und den großen. Das ist schlecht. Also ich weiß nicht, ob ich Leitung überhaupt besiegen muss, aber ich gehe stark davon aus. Ach du Scheiße, was geht denn jetzt hier ab? Ja, ich bin tot, ich bin sowas von tot. Ich habe leider noch keine Schwallenergie, das ist sehr schade, aber Leitung ist tot. Nein! Ach, der mit seinem scheiß Schwall! Oder hier, Dings da. Was? Was? Nein! Aber ich muss jetzt, ich muss nicht noch alles nochmal machen, alles gut. Das wäre jetzt ein Timekiller gewesen. Aber es ist schlimm genug. Aber Leitung? Leitung ist tot. Leitung ist tot. Guck mal, Leitung ist tot. Sehr schön. Ja, das ist, klingt auch sehr lustig. Leitung ist tot. Ich kann dich gerade nicht anrufen. Weiß jetzt nicht, ob das eine sinnvolle Entscheidung ist, aber nun gut. Kann man es eigentlich zurückballern? Ich weiß es nicht. So, ich glaube, es wird Zeit für Schwall. Vielleicht erledigt ihn das. Ja, sehr schön. So. Weil ich hatte jetzt keine Mana mehr und im 1 gegen 1 hätte ich sowas von verkackt. Dann gönnen wir uns das doch nochmal. Und jetzt gehen die alle hoch und wir kommen noch weiter nach oben. Ah, ich glaube, wir könnten schon fast bis zum Boss kommen heute, aber... Aber ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt schon zwei Drittel des Parts rum und ja, es... Ich bin doch, sehr unentschlossen, was das angeht. Aber was heißt unentschlossen? Ich kann es sehr schwer abschätzen halt einfach. Nein! Es war so klar, dass das passiert. Habe ich jetzt gerade Fallschaden auch noch genommen? Ja, naja. Ist jetzt auch... Oh! Der ist auch gestorben. Das Problem ist, die Edelsteine liegen jetzt unten. Ja, und ich... Ja, ich bin sowieso scheiße. Alles klar. Gut, hat sich das auch erledigt. Können wir das auch noch alles einsammeln? Ja, das war halt irgendwie... Ja, manchmal komme ich auf die Sprünge nicht so ganz klar. Die sind manchmal einfach merkwürdig. Also viel zu spät und so. So ein bisschen Crashing-Druckart-mäßig halt. Lieber früher drücken, damit man rechtzeitig springt. Habe ich das nicht sogar auch schon gesagt in dem Replay hier? Keine Ahnung. Eigentlich wollte ich das auch gar nicht machen. Ich wollte eigentlich... mein Eisgedöns nutzen, aber habe irgendwie jetzt gerade wieder die falsche Taste gedrückt. Man sollte meinen, ich weiß mittlerweile, was was ist, aber... Gerade wollte mein Gehirn irgendwie nicht so. Also diese Leitungen kommen noch häufiger, das, daran erinnere ich mich. Und da sind wieder diese Egel,
Die will ich definitiv erstmal erledigen, oder den einen, der hier ist, weil die haben ordentlich gezeckt. Frag nicht nach Sonnenschein. Ich würde gerne nochmal Eis erweitern. Den anderen Kack will ich eigentlich gar nicht mehr. Also es ist echt angenehm mit dem Eiszeugs. So, seid ihr jetzt Leitungen oder was seid ihr? Nee, ihr seid Garkua. Und ihr seht aus, als würdet ihr jetzt... Oh shit. Als würde Eis eigentlich ganz gut für euch sein, deswegen... Also... Ach so, nee, das ist nicht eine bestimmte Gegnerart, sondern das... Die heißen so, okay. Oder er heißt so. Ich glaube, da ist Feuer halt sinnvoller. Und vielleicht sogar direkter Combat. Ich wollte gerade sagen, er hat noch keinen Schaden. Oh. Hallo? Bitte jetzt, langsam. So, tot. Ah, das sind halt mal richtig Ivaroks. Ah, ist schön. So. Ihihihi. Toller Name. Möchte ich auch als zweiten Namen haben. Ein bisschen attackieren kurz und dann hole ich mir erstmal wieder neue Energie. So. Ja, wobei ich kann ihn auch eigentlich direkt im Nahkampf fertig machen, würde ich behaupten. Der macht halt nicht mal Schaden, wenn er mich hier abwehrt. Also ganz gediegen. Dass ich halt wieder schön meine Feuerkugeln hier für den nutzen. Hallo! Warum hat das denn kein Damage gemacht? Bist du doof? Warum macht das denn kein Damage? Ich glaube, seine Anzeige ist kaputt, wollte ich gerade sagen. Aber nö, die scheint doch in Ordnung zu sein. Ist der anders aufgebaut als alle anderen? Brauchst du Erde oder so? Weiß, nee. Keine Ahnung, warum das... Warte mal, war der irgendwie in einem geschützten Modus hier? Ganz komisch. Ich mache halt leider immer noch einen Move zu viel. Sodass ich gar nicht, wenn der in der Luft ist, dass ich den gar nicht mehr erreiche dann in der Zeit, bevor der auf dem Boden ist. Weil ich dann doch zu viel, ja, Button smash im Endeffekt. Na, sehr schön, wir sind beim zweiten Tor. Ja, dann gibt es locker so 2, 3 Tore, die wir da so, ja. Also heute werden wir nicht zum Boss kommen, das glaube ich nicht. Ich glaube dennoch, dass die Welt insgesamt kürzer ist als andere. Aber es kommt ja auch immer darauf an, wie man durchkommt, würde ich sagen. Ist das hier ein alternativer Weg? Ja, hier liegt einfach nur Edelstein. Ein Edelstein liegt hier. Aber da kommen wir doch auch hin. Hallo? Oder kamen wir auf der anderen Seite durch? Bei dieser Spinnenhöhle zum Beispiel. In der letzten Welt. Komme ich hier her? Nee, hier muss ich hin, oder? Naja, werden wir gleich sehen. Bin noch ein bisschen verwirrt. Bin ich hier lang? Ich guck nur mal. Weil ich muss ja im Endeffekt sowieso alle töten, wie es scheint, damit ich hier überhaupt wieder weiterkomme. Ja, jedenfalls da, wo ich die Mauer durchbrochen habe. Wo diese 3 Skorpionviecher waren. Deswegen sage ich Spinnenhöhle. waren ja irgendwelche Mammut. Nee, nicht Mammut. Bisonkäfer. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie genau hießen. Da ist noch einer. Hallo. Ja, da waren halt nur ein paar Kristalle in der Gegend da. Aber da ging es nicht mehr weiter. Zumindest so das, was ich aus dem Video so gesehen habe. Ich glaube, das habe ich ein bisschen falsch verstanden. Und das ging jetzt doch relativ fix. Also da habe ich eigentlich nochmal so eine große Armada erwartet, aber nö. Vielleicht nochmal, wenn es dann richtig zum finalen Tor quasi geht. Und warum... Ach, Spyro, du bist da gerade auch hochgekommen, bitte. Ja, manchmal ist er halt einfach dumm wie Brot, ne? Dass er so dagegen fliegt. Hier kommt doch jetzt wieder so ein... Genau an den Raum erinnere ich mich irgendwie. Oder an einen ähnlichen? Naja. Aber ich meine, hier ist auch wieder eine Leitung am Start. Genau an sowas erinnere ich mich. So ein Eingang, dann auf der rechten Seite und auf der linken Seite irgendwie Leitungen. Aber I don't know. Vielleicht kommt das so noch, vielleicht nicht. Vielleicht ist das sogar hier gleich irgendwo. Diese explosiven Fässer könnte ich natürlich auch nutzen, aber... Och, bietet sich gerade nicht an. Finde ich. Wir haben jetzt gerade sowieso wieder Feuer ausgerüstet und ich habe auch gerade diese ganzen Bombendinger da genutzt. Oh, schön. Deswegen würde ich vorschlagen, tatsächlich, da liegen ja noch Sachen, dass ich jetzt erstmal wieder meine blauen Edelsteine nutze, die ich gesammelt habe. Ja, es sind einige wieder, sehr schön. Und hier jetzt erstmal wieder schön in Feuer reinpumpe. Alter, fühlt sich das langsam. Vermassle Cinders Schlägern mit der absoluten Superbombe die Tür. Drück und halte X gedrückt, um diesen Atem aufzuwerten. Ja, ja. Und? Ja, du hast jetzt den Schwall von Islandurs letztem Gefecht. Schön. Das hört sich doch schon mal vielversprechend an. Und jetzt pumpe ich hier alles rein. In dieses grüne Zeugs.
Das geht verhältnismäßig offenbar schnell. Also ich glaube nicht, dass wir alles noch upgraden können, bevor wir beim Boss sind. Ist echt so. Ich habe mein Thumbnail gefunden. Ja, mal gucken. Maybe, maybe not. Kommt drauf an, was so kommt. Ja, wenn wir den Boss besiegt haben, ist das Spiel vorbei. Dann gibt es keinen Grund, hier noch irgendwie weiter Zeit zu verschwenden in dem Spiel. Ergo, was wir bis zum Boss nicht upgegradet haben, bleibt unupgegradet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch genug sammle, um sowohl die Bomben als auch die normale Atemfähigkeit aufzuwerten, was halt auch absolut nicht nötig ist und wahrscheinlich auch gar nicht sinnvoll. Und ich wechsle erstmal wieder schön zu Eis, weil warum nicht? Und ich muss gut... Oh shit, das wollte ich nicht, das wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach nur... Achso, ich lebe noch. Da muss ich mir gar nicht so sehr aufregen. Oh Mann. Ja gut, das ja. Sammel doch, nimm doch, warte doch einfach noch eine Sekunde. Bleib noch eine Sekunde am Leben vielleicht. Sammeln noch schön den Kack ein, der hier gedroppt wird, und dann ist gut. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Ich könnte wieder Schwall nutzen. Ah, ich glaube, das mache ich gerade auch mal. Also, der geht mir auf den Sack hier. Der Great Board, oder wie er hieß. Schön. Natürlich kommen noch eine weitere Typis hier, das ist mir klar, aber... Ja. Ich wollte gerade sagen, noch einer, das wäre witzig gewesen, aber nein. Venom Ghost ist mindestens noch am Start. Und noch einige mehr, das ist zu erwarten. Jawohl, hallo. Magic Streak. Oh, da sind zwei größere. Oh, episch. Ich besiege einen kleinen Gegner, richtig krass. Und werde jetzt wahrscheinlich von dem Großen auf die Fresse bekommen. Nee, so gar nicht tatsächlich. Ja, einmal haben sie mich jetzt hier, glaube ich, getroffen, aber auch im Kollektiv, glaube ich. So, jetzt erstmal ein bisschen Abstand hier, ne, und dann jetzt ballern wollte ich mal wieder ein bisschen zu hier mit den Eisshards und vielleicht auch nochmal einfrieren, einfach weil ich Bock drauf habe gerade. So. Ja, bei den Großen. Weiß ich nicht, ob das so effektiv ist, weil, die können einen währenddessen halt noch gut verletzen. Die Kleinen kann man direkt einfrieren, zu Schneebällen, besser gesagt, machen. Einfrieren ist es ja dann nicht. Bei den Großen sollte man doch eher mit den... Nö, shit. Eissplittern hier arbeiten. Ich wollte eigentlich die Shards auch weiter schießen. Aber wieder irgendwie Kreis gedrückt stattdessen. Das ist jetzt eine bewusste Kreisaktion. Ja komm, mach Spyro jetzt. Tu dich hier nicht so auf, ist okay, der ist tot. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich auch schon eine perfekte Stelle. Da sehe ich schon wieder diese Todesdinger da, ah, super. Eine perfekte Stelle, um den Part zu beenden. Wir haben nämlich jetzt ziemlich genau eine halbe Stunde bei mir auf der Uhr. Und beim nächsten Mal geht es weiter Richtung Cinder. Und ich denke, das könnte dann beim nächsten Mal auch schon klappen, da hinzukommen. Ich weiß aber nicht, ob dann noch genug Zeit für den Boss und Credit und so weiter ist. Schauen wir mal. Bis dahin. Ciao.